Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema, zu dem ich Sie freundlich begrüße. Gerne lade ich Sie zum Gebet des Engel des Herrn ein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen. Wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV. Gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi, und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, ganz herzlich willkommen zum Tagesthema am 5. Sonntag im Jahreskreis. Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Das braucht es gerade jetzt in unserer Zeit. So vieles scheint verfinstert, verdunkelt und gewürz- und geschmacklos in unserer Gegenwart. Und da haben wir wunderbar diese Botschaft des Evangeliums, die uns geschenkt ist in der Heiligen Schrift,
in den vier Evangelien, die uns überliefert sind und die uns eine Lebenshaltung anbieten, die die Geschmacklosigkeit beseitigt und in das Finstere unserer Seelen das Licht, das Jesus Christus selber ist, hineinscheinen lässt. Davon können wir dann weitergeben. Die Welt wieder lichterfüllt und freuderfüllt werden lassen, wo wir auf der Grundlage des Glaubens die Haltung der Hoffnung und eine Haltung der Liebe in unserem Leben zulassen und wertschätzen. Licht der Welt zu sein. Wir sind geprägt als Menschen von unserer Verletzlichkeit, Vergänglichkeit, von diesen Unvollkommenheiten, unter denen wir selber leiden. Immer wieder müssen wir auch selber bekennen, wie unvollkommen, wie halbherzig vielleicht sogar wir manchmal auch sind. Oder wir stellen das bei einem Mitmenschen fest und sehnen uns nach der Fülle des Lebens, nach Vollkommenheit. Da ist es nötig, dass wir immer wieder kommen können und um Vergebung bitten dürfen. Gerade das Evangelium des letzten Sonntags dieses große Anliegen, dieses wichtige Handeln eines jeden Einzelnen von uns in unser Augenmerk gerückt. Hören wir auf den ersten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wie oft sollte man als Christ verzeihen? Und damit einhergehend, wie oft verzeiht Gott einem die Sünden? Und meine zweite Frage ist, was ist die Sünde wider den Heiligen Geist? Und in der Bibel oder in der Heiligen Schrift heißt es ja, dass diese Sünde nicht vergeben werden kann. Aber Gott vergibt doch alle Sünden. Und das verstehe ich nicht ganz, wie das in Einklang zu bringen ist. Ist das eine Grundhaltung, dass man sich nicht bußwillig zeigt? Oder wie kann man das verstehen? Und wie oft sollte man verzeihen? Kann man einem Mörder verzeihen? Oder und wie oft verzeiht Gott einem? Und verzeiht Gott einem doch letztlich alle Sünden? Vielen Dank und Gottes Segen. Diese Evangeliensstelle in Matthäus Evangelium 18, 21 bis 35. Sie leitet uns dazu an, siebenmal zu vergeben oder siebenmal 77 Mal. Das heißt, grenzenlos zu vergeben. Wie Sie richtig gesagt haben, ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, dass ein Mensch sich in eine Haltung hinein begeben kann, in der er die Barmherzigkeit Gottes, die grenzenlos ist, in Zweifel zieht. Und zwar derart verhärtet, dass diese Person für sich selber keine Vergebung mehr erbitten will. Und gerade diese Haltung ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wir finden es kurz in einem Abschnitt drin dargestellt im Katechismus der katholischen Kirche 1864 in der Nummer 1864. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist
wird nicht vergeben. Matthäus 12, 31. Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Immer noch Zitat aus dem Katechismus. Wer sich aber absichtlich verweigert, durch Reue das Erbarmen Gottes anzunehmen, weiß die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zu einer Unbußfertigkeit bis zum Tod und zum ewigen Verderben führen. Wir sehen, wie wichtig diese Haltung der Umkehr der Buße ist, die Reue, die ein Mensch fähig ist, in sich zu erwecken. Sie öffnet uns für diese Güte, die vollkommene Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Auch als unvollkommene Menschen schon. Und so ist die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht irgendein unbedachtes Wort gegen den Heiligen Geist, sondern sie besteht in dieser Verweigerung, die Barmherzigkeit Gottes annehmen zu wollen, damit die Gerechtigkeit in dieser Welt wieder neu begründet, gefestigt und unter uns wiederhergestellt werden kann mit der Hilfe Gottes. Zur Buße gehört immer auch dieses Wiederherstellen der Gerechtigkeit. Uns gelingt das oftmals nicht. Manche Tat, manche Handlung ist derart gestaltet, dass wir eine Wiedergutmachung nicht selber aus eigener Kraft zu leisten vermögen. Und da ist es wichtig, dass wir über die Grenzen des menschlich Machbaren und des menschlich Möglichen hinausschauen. Diese Frage, kann ich einem Mörder verzeihen? Dürfen wir teils mit Ja beantworten? Es gibt tatsächlich auch das Beispiel einer Mutter, das mir in Erinnerung geblieben ist, die dem Mörder ihres Sohnes vergeben hat. Als sie gesehen hat, dass der Mörder Reue, Umkehr und Besserung gezeigt hat. Da hat sie selbst den Mörder ihres Sohnes, ihres geliebten Sohnes, den Menschen entdeckt und erkannt, der die Erlösung Gottes, die Barmherzigkeit Gottes nötig hat. Eine solche Haltung ist nur möglich, auch die Haltung der Feindesliebe, die ist nur möglich, wenn wir nicht nur mit einer irdisch vergänglichen Gerechtigkeit, einer irdisch vergänglichen Barmherzigkeit rechnen, sondern tatsächlich die vollendete Barmherzigkeit, die unendliche Barmherzigkeit Gottes vor Augen halten. Das gibt uns aber keine Berechtigung, gegen die Gerechtigkeit zu handeln. Das wäre eine Vermessenheit, die ebenfalls in eine Unbußfertigkeit führen würde. Wenn nun jemand erwägen würde, ja, wir können drauf los sündigen, denn Gott vergibt unendlich viele Male, das würde zu einer Verhärtung führen und zu einer Ungerechtigkeit, die nicht wirklich eine Eigenschaft Gottes ist.
Der Mensch, der sich tatsächlich in die Nachfolge des Herrn stellt, wird mit allen Kräften Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit verwirklicht sehen wollen, bereits in dieser Welt, wo das Reich Gottes schon anfangen will, aber in so vielem noch nicht verwirklicht ist. Wir sehen, dass eben derjenige, der wahrhaftig Gott liebt, einerseits um die Hilfe Gottes bittet, damit er auch selber ein Leben der Liebe, ein Leben aus der Fülle heraus in Vollkommenheit zu leben vermag. Trotz menschlichen Unvollkommenheiten, trotzdem, dass wir in einer Welt leben, die entstellt ist, die verletzt ist durch so viele Gewalttaten, Unvollkommenheiten und Ungerechtigkeiten, durch so viel Rechtsbruch. Und doch gilt, dass wir weiterblicken, dass wir unseren Anker bereits in den Himmel, auf das ewige Leben, auf die ewige Glückseligkeit ausgeworfen haben, in Jesus Christus, indem wir die Fülle der Liebe erkennen. Und so schauen wir eben auf die Fülle des Evangeliums. Wir können einen Vergleich machen zwischen dem, was Jesus Christus verkündet hat in den Evangelien. Die Evangelien sind ein kleiner Teil der Heiligen Schrift, nur gerade dieser Abschnitt, und der größere Teil umfasst das Alte Testament. Nehmen wir doch die Heilige Schrift zur Hand und gerade jetzt im Monat Februar, der dem Heiligen Geist geweiht ist oder mancherorts auch dem unbefleckten Herzen Mariens. In dieser Zeit wollen wir umso mehr darum bitten, dass wenn wir das Wort Gottes zur Hand nehmen, dass auch der Heilige Geist uns einführt in ein tieferes Verständnis der Evangelien der Heiligen Schriften. Hören wir auf den nächsten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich habe eine Frage, die betrifft das Alte und das Neue Testament und die Natur von Gott. Warum erscheint Gott, der Gott des Alten Testamentes, oft so grausam? Im Alten Testament wird von Tod, Mord, Folter, Auslöschung gesprochen, ganzer Völker. Und warum erscheint der Gott des Neuen Testamentes so barmherzig, so gut, so gnadenvoll und gnadenreich? Wie kann man das in Einklang bringen? Wie kann man das vereinbaren? Warum erscheint der Gott des Alten Bundes, des Alten Testamentes so grausam zu sein, der von Neid spricht, der sagt, ich bin eifersüchtig? Und Jesus Christus selbst, der ja gesagt hat, der Vater und ich sind eins, ist so barmherzig und so gut. Wie kann man das in Einklang bringen? Das ist meine Frage. Vielen Dank und Gottes Segen. Die Schriften des Alten Bundes sind zugleich auch die Schriften Jesu Christi selber. Die Worte am Kreuz, die Jesus gesagt hat, sind den Psalmen entnommen. Jesus selber hat ganz auf der Grundlage des Alten Bundes und den Schriften der Heiligen Schrift aus dem Alten Testament gelebt. Diese Schriften stellen die Wirklichkeit dar. Das Volk Israel, das heilige Volk, das Volk Gottes,
dass aus der Knechtschaft in Ägypten in das gelobte Land geführt wird, während 40 Jahren. Vorher noch in der Genesis ist auch von der Erschaffung der Welt die Rede. Bereits vor Christus haben sich die Menschen Gedanken gemacht, wie die Welt, die Schöpfung ins Leben gerufen worden ist. Durch den lebendigen Gott. Das Neue Testament, die Evangelien, so dürfen wir im Einklang mit den ersten Christen und den Kirchenvätern bekennen, ist die Erfüllung all dessen, was die Propheten angekündigt haben. Die Erfüllung in Jesus Christus. Die Erfüllung im Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um uns Menschen aus der Verlorenheit dieser Welt in die Glückseligkeit Gottes zu führen. Das hat natürlich für das Volk Israel ein Ärgernis verursacht. Eines der Merkmale des Volkes Israel, des heiligen Volk Gottes, war es, an den einen Gott zu glauben. Wenn nun Jesus Christus von sich bekennt, ich bin der Sohn Gottes, und in einer derart persönlichen, vollkommenen Beziehung mit dem himmlischen Vater steht, dann stellt sich die Frage, wie ist es erklärbar, dass einerseits im Alten Bund vom einen Gott die Rede ist und die Christen den Sohn Gottes bekennen, der wesensgleich mit dem Vater im Himmel ist. Hier ist bereits das Geheimnis offenbart von der göttlichen Dreifaltigkeit. Denn Jesus Christus, der wieder zu seinem Vater zurückkehrt, erlässt uns Menschen nicht als Waisen zurück in dieser Welt, sondern er verheißt uns den Heiligen Geist, den Beistand des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes, so dass wir als Jünger Jesu Christi einen Anwalt, einen Tröster, den Parakletos, einen Beistand haben, um in den noch nicht wirklich dem Reich Gottes entsprechenden Alltagsumständen bestehen zu können, die Hoffnung zu bewahren, den Glauben zu bewahren, um die Hoffnung auf das ewige Leben weiterzugeben und auch für uns selber zu erschließen. Eine weitere Frage, die sich im nächsten Anruf stellt, hängt mit der Freiheit des menschlichen Wesens zusammen. Hören wir noch abschließend auf den nächsten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich habe eine Frage zur sogenannten Allaussöhnung oder Allversöhnung, auch genannt Apokatastasis oder Apokatastasis Panton. Was halten Sie persönlich von dieser Lehre der Allaussöhnung oder Allversöhnung und was hält die katholische Kirche davon? Ich weiß, dass die katholische Kirche diese Apokatastasis Allaussöhnungslehre, nachdem jedem Sünder letztendlich vergeben wird, auch den Menschen in der Hölle und sogar dem Luzifer, als ihr Lehre abtut oder ansieht. Aber ich finde, das muss ich ganz persönlich sagen, dass es eine schöne Ansicht ist, denn Gott ist unendlich barmherzig und er ist allgütig und
wie könnten die Seelen im Himmel glücklich sein, wenn ihre Verwandten und Bekannten in der Hölle sind? Also spricht das nicht alles für eine Allaussöhnungslehre oder Apokatastasis? Vielen Dank und Gottes Segen. Es würde die Ernsthaftigkeit der menschlichen Freiheit verletzt, in dieser Lehre von der Wiederherstellung, von der Wiederneuerrichtung all dessen, was Gott geschaffen hat. Wir Menschen haben tatsächlich die Macht der Zerstörung und der Gewalttat auch in uns. Und diese Verletzungen, die wir einem Geschöpf und selber einem Mitmenschen zufügen können, können unwiederbringlich sein. Es kann ein Leben zerstört werden. Es kann die Hoffnung zertrümmert werden, die Hoffnung auf Erlösung, die Hoffnung auf Rettung, die Hoffnung auf Vergebung. Der liebende Gott nimmt diese Möglichkeit, die Freiheit in gewaltsamer, in zerstörerischer Art anzunehmen, diese nimmt er ernst. Und darum ist eben auch der auferstandene Herr mit seinen Verwundungen da. Auch wir Menschen brauchen uns unserer Verletzungen, unserer Verwundungen nicht zu schämen, sondern der verklärte Leib wird in die Güte Gottes eingehen können, trotz Verletzungen, trotz Verwundungen, trotz Unvollkommenheit. Dort, wo der Mensch sich in Freiheit das Wort Gottes selbst zu eigen macht und sich dem Willen Gottes anheimstellt und fügt. Und dieser besteht in Güte, in Liebe, in Gerechtigkeit und in Wahrheit, die nicht beliebig ist, sondern in Gott die vollkommene Erfüllung findet. Von daher ist zwar der Gedanke einer Apokatastasis schön, aber er würde der menschlichen Freiheit nicht entsprechen, dass ein Mensch eben auch sich für die Verlorenheit entscheiden kann. Einen geliebten Menschen in dieser Verlorenheit zu wähnen, ist schmerzhaft, ist von einer derartigen Spannung besetzt, die oftmals kaum erträglich ist. Doch es ist eben auch wichtig, dass wir einen Menschen gewinnen wollen. Für das Leben in Fülle, für ein Leben in Gott. Damit es letztlich zu seiner Vollendung finden darf, in der Gemeinschaft und in der Einheit des dreifaltigen Gottes. Ich freue mich, wenn Sie morgen ebenfalls wieder zugeschaltet sind und diese höchst interessanten Fragen weiterverfolgen dürfen, die wir hier anbringen, um auch selber im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe bestärkt zu werden.